Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem neuesten Let's Trash Putzen mit Peter. Alter, Scheiße, ich komme auf den Titel nicht klar. Wir spielen eine Runde Putzen mit Peter. Ich habe das, wir spielen es hier vollkommen blind, ja. Ich habe das gerade nur gelesen, ich habe Putzen mit Peter gelesen und dachte mir nur, Alter, das musst du jetzt machen. Wir spielen Putzen mit Peter, ich bin der Peter und wir räumen jetzt ein bisschen auf, ja? Jetzt wird's ernst. So, gerade noch auf der Schule gewesen, der Lehrerin noch ordentlich auf den Schreibtisch gekackt, weil die kotzt mich übelst an. Und kaum bin ich daheim, weißt du, schreit Mama schon wieder, räum auf, weißt du, Papas Drogenrucksack liegt wieder rum, weißt du, muss ich wieder in den Schrank stellen, die Schuhe muss ich auf so ein scheiß Podest stellen und diese hässliche pinke Jacke von der Mama, weißt du, die muss ich auch noch hinhängen. Und dann, was muss ich machen? Ja, genau, muss ich putzen. Genau, ich habe nichts Besseres zu tun, als im Herbst jetzt doch schön hier alles sauber zu machen. Ja, Besen, geil. Und, yes, der Flur ist sauber, ich bin einfach der Geilste hier auf dem Platz. So, rein im nächsten Raum und oh, die Hash-Brownies duften schon lecker. Duften schon lecker. Oh, da sind sie auch schon. Zers Mama, grüß die Papa. Und was muss ich jetzt machen? Was? Du willst, dass ich den scheiß Tisch deck? Alter, so ein Scheiß. Auf so ein Scheiß lasse ich mich normalerweise nicht ein. Wehe, die Brownies sind nicht ordentlich gebacken. Dann gibt's so Futzen. Ja, und zwar Backfutz. So. Was ist jetzt los? Machen wir hier noch zu, oder was? Und jetzt? Ah, die Milch, natürlich. Essen ist fertig. Die Brownies schmecken nur gut mit Milch. Und schau, oh, ich habe schon viel zu viel. Siehst du das nicht in meinen Augen? Der Papa ist schon völlig fertig mit den Nerven, weil ich reinhau wie ein Stier. Und jetzt ist schon wieder Zeit aufzuräumen. Ich will nicht aufräumen. Meine Fresse, ey. Gabel muss wahrscheinlich wieder da rein oder so. Nö, wirf mal weg. Komm, scheiß auf die Scheiß. Komm hier, komm weg da. Jetzt sag mir nicht, dass ich das in die Spüle tun muss. Doch, ich muss in die Spüle tun. Ich werd wahnsinnig, ey. Alles, komm, alles in die Spüle rein. Nee, geht nicht. Komm, da, das schmeiß mal weg hier. Oh, aber es geht nicht. Daheim, wenn ich wegschmeißen will, weißt du, funktioniert auch. Jetzt gehst du da mal rein? Wie, ist zu groß oder was? Ja, tu mal halt mit Essen wieder reinstellen. Ja, genau, stell mal mit Essen wieder rein. Ordentlicher Schimmel. Kannst du ordentlich dran schniefen, wenn er gut durch ist. Läuft. So, und der Scheiß, der kommt einfach mal da rein. Und bums, die Küche ist sauber. So mal ist daheim auch. Hey, du hast vergessen, dein Zimmer aufzuräumen. Bitte erledige das noch, bevor du spielen gehst. Wenn es sein muss. Was haben wir denn da alles? Ein geiler Basketball, der kommt erstmal hier rein und ich würde sagen, das Auto stellen wir da rein oder da rein. Na, ein Gürtel. Können wir mal ordentlich mal auspeitschen, wenn es sein muss. Ja, wo soll ich wissen, wo ich was reintun soll, Mann? Na, das wird ja wohl da oben irgendwo reinkommen oder so. Ja, okay, das läuft. Die Hose wahrscheinlich auch. Aber die Hose kommt unten hin. Natürlich kommt die Hose unten hin. Und das Auto, können wir da noch aufmachen hier? Ne, können wir nicht. Auto stellen wir unter das Kopfkissen. Vielleicht steht da morgen ein Ferrari vor der Tür. Ah, komm. Ah, sagen wir das Buch auch noch mit ein, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Ah, ist alles sauber. Und jetzt noch das Auto da rein und das Buch auch da rein. Wie, das Buch muss dann da rein, oder wie? Und bums! Das Zimmer ist sauber. Läuft doch. So, jetzt können wir endlich spielen. Oh, es ist wirklich gefährlich, Dinge einfach liegen zu lassen. Ja, vor allem das turbobetriebene Skateboard. Wenn man da drauf ausrutscht, dann aber gute Nacht. Wieso geht es da nicht rein? Hallo? Wo soll es sonst sein? Ach, in die Vase. Okay. Ja, das sehe ich ein, ist ja gut. So, das Skateboard setzen wir mal ordentlich hier irgendwo mitten auf dem Weg. Oh, wer tut denn das scheiß Mahlzeit dahin? So, der Bär, der kommt aufs Sofa. Ich will den Bär auf dem Sofa! Okay, geht nicht. Was muss ich dann jetzt noch machen? Ist doch alles sauber. Wo ist das Problem? Mama, ich bin fertig! Muss ich jetzt noch ein bisschen umräumen oder was? Hallo, ich bin doch fertig. Ach so. Ja, das war es immer noch nicht? Mein Gott, wen stört das denn, wenn der Teddy da in dem Scheißschrank ist? Ist doch eh nichts drin. Dann sieht es wenigstens nicht so leer aus, wenn der Teddy da drin ist. Oh Gott, jetzt klingelt es auch noch, ey, wenn das der Pippo ist. Ja, wusste ich's doch! Scheiße, ey. Kann er mich nicht mal in Ruhe lassen? Und nein, ich muss mit ihm wieder rausgehen, spielen. Meine Fresse, ey.
Ich habe das ganze Haus aufgeräumt. Ich bin einfach der geilste Kerl auf dem Platz, ey. So, ich mache mich bereit zum Spielen. Ja, ich mache mich bereit. Ich ziehe erstmal die fetten Schuhe an. Ziehe mir eine unglaublich hässliche Jacke an. Setze mir noch eine Sonnenbrille auf, weil ich der übelste Gangster bin. Und setze mir noch die Rolex auf. Und die Cappy, weil es ist ja bestimmt 15.000 Grad draußen. Sind wir eigentlich eine Tusse? Wir sind doch Peter! Warum tragen wir so eine schwule, rosa Jacke, Mann? Wie Ende? Wie Ende? Ich will nicht, dass es vorbei ist! Ich will Peter muss putzen spielen! Nein, putzen mit Peter! Mann! Das war Let's Trash putzen mit Peter. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder so dreckig wart.